irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt. Ah ja, okay. Oh, das ist der Arena-Leut-Orden. Bitte nimm die hier auch noch. Ja, das ist. Wie hieß sie nochmal? Kaskade, genau. Diese TM enthält die Attacke Kaskade. Ich wäre jetzt voll an ihr vorbeigelaufen. Ne? Wenn du Kaskade über die App deines Pocketsch einsetzt, kannst du die Pokémon-Liga ansteuern. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück! Auf zur Pokémon-Liga! Yay! Jetzt kann ich endlich meinen Sventoxa auch mal wegtun. Ich will ja meinen Sventoxa hier nicht einsetzen. Ich glaube, ich hole mir den Yuito wieder rein. Hauptsache, ich habe hier ein Sventoxa, ein Svenillery. Ich muss noch meine Pokémon heilen, merke ich gerade. Hier war das. Ich bin entschlossen, zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Werden wir heute noch Champion? Aber selbst wenn wir Champion sind, ne, werde ich noch weiter aufnehmen. Bye.
Es ist so hart. Entschuldige bitte, dass ich nicht angemessen angezogen bin für einen Kampf. Als Summere. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja auch teilweise immer Tage, wo ich was Bestimmtes spiele. Aber bei mir kann man sich auf jeden Fall auf sehr viel Yakuza einstellen. Und ja, heute mal Pokémon. Und natürlich, morgen startet Final Fantasy XIV. Dann ist klar, es wird eine Woche lang Final Fantasy XIV geben. Na, vielleicht mal zwischendurch auch mal was anderes. Mal gucken, ob ich vielleicht so am Tag das Spiel mal wechsle oder so. Mal gucken. Aber da ich extra Urlaub genommen habe, muss ich suchten. Gleichzeitig zu schwimmen und zu kämpfen war wohl keine so gute Idee. Ach verdammt, ich habe jetzt weggedrückt, scheiße. Glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Mmm.
Mantax. Ja, so ist das halt bei mir. Wenn ich was zocke, warum soll ich dann alleine für mich zocken, wenn ich doch Stream anschmeißen kann? Deswegen streame ich jeden Tag. Obwohl, ich überlege, wenigstens einen Tag mal frei zu machen. Also, das wäre dann wahrscheinlich der Tag, wo ich dann, gerade mal, wo ich sowieso immer später erst anschmeißen kann. Wäre dann meistens wahrscheinlich dienstags. Hatte ich ja schon mal gemacht, dass ich dienstags dann eher so für mich die Zeit genommen habe und dann so Sachen gemacht habe. Meister Marinus, Wellenbrecher Marinus, ich habe sie enttäuscht und versagt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das heute spontan bei dir war, weil Donnerstag habe ich schon gewundert. Oh, 2. Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Vor dem Kampf tief durchatmen. Ich würde sagen, Shiden, kümmere dich um Vingal und The Meryl wird gegigasaugt. Ich müsste auch mal die Zeit finden, um mal bei dir reinzuschauen, Undead. Mache ich ja manchmal, wenn ich selbst streame, so auf einem Ohr einen anderen Stream lauschen und kommentieren, damit ich auch mal woanders mal sage, ich lebe noch. So, Enteron. Und Morlot. Also mir macht es ja auch nichts aus, jetzt 5 Stunden lang zu streamen. Bei mir sind es ja meistens 12. Je nachdem, ob ich arbeiten muss oder nicht. Wenn ich nicht arbeiten muss, sind es wirklich immer so 12 Stunden. Das längste, was ich geschafft habe, waren, glaube ich, fast 24 Stunden. Ich glaube, kurz vor den 24 Stunden habe ich gesagt, nee, jetzt ist gut. Weil ich kündige auch keine solchen 24-Stunden-Streams an, weil wenn ich es dann hinterher nicht schaffe, auch wenn ich kurz davor aufgebe oder so. Okay, gegen Wimgill habe ich jetzt nichts. Ach komm, machen wir Gigasauger. Das ist gerade mal so ein kleiner Vogel. Du.
Mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Einatmen, ausatmen. Oh, habe ich die Schwimmerin ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Komm her. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Was ich ja schade finde an diesem Teil hier, dass da auch sehr viele Bugs die Runde machen. Sprich, man kann sich hier die Pokémon irgendwie, zum Beispiel Raupi kann man Flammenwurf beibringen? Durch einen Glitch oder so? Ich hoffe, dass diese Pokémon, wo was nicht stimmt, dann, obwohl sowas wird ja meistens, wenn man jetzt zum Beispiel eine Raupi mit Flammenwurf hat und man schickt es jetzt in ein anderes Spiel. Ich glaube, dieses Raupi wird dann Flammenwurf verlernen. Automatisch. Weil es nicht da zu sein hat. Das ist mir nämlich aufgefallen, bei manchen Pokémon fehlen auf einmal die Attacken. Weil die dann in dem Spiel nicht das lernen können oder so. Warum auch immer. Ups. Aber ich kämpfe ja auch nicht online, also mir ist das wurscht. Was ich mir aber wünschen würde, vielleicht so für Home, dass die da noch sowas reinmachen, dass man da kämpfen kann und so. Tauschen kann man ja schon mit Home. Ja, aber ich glaube, man kriegt den Glurak auch nicht mehr in Rot und Blau rein. Also die Pokémon, die man ja damals, selbst wenn man jetzt das über den 3DS, die Spiele, da kann man ja halt Rot und Blau die Pokémon in die Box lagern. In die Pokémon Bank. Aber man kann sie nicht zurück. Das geht nicht. Und ja. Aber ich finde das cool, dass man seit dem Game Boy Advance die Pokémon immer weiter schicken kann. Von Generation zu Generation. Finde ich mega. Und so versuche ich wirklich mal alle Pokémon zu bekommen. Ich bin kurz davor, es zu schaffen. Also ich habe in den letzten Spielen, also in Mond und Sonne, habe ich alle Pokémon gefangen, die es gibt. Plus die Legis. Also mir fehlt, glaube ich, nur zum Beispiel als Legi oder mysteriöses Pokémon fehlt mir nur noch Volcanion. Ich habe mich entschieden, wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon Liga. Ich habe auch jetzt in Schwert und Schild habe ich auch alle Pokémon, selbst die DLC-Pokémon, selbst die, die man nur in einer Edition bekommt. Also ich habe die auch von Schild, die Legis und so. Ich opfere für diese Legis meine doppelten Legis, könnte man sagen. Ich würde glaube sogar ein Mew opfern. Ich habe ja schon zwei Mews müsste ich haben jetzt wieder. Vielleicht sogar drei. Und ich würde da wahrscheinlich wirklich ein Mew opfern, um ein bestimmtes Pokémon zu bekommen. Aber Volcanion bekommt man leider nicht durch Tausch. Das geht eigentlich recht schnell. Ich glaube, du kennst Home noch nicht, ne? Oder die Bank hast du wahrscheinlich noch nie genutzt, oder? Das ist so. Also verlinkst es ja mit deinem Spiel. Das ist so,
als würdest du die Pokémon einfach von der Box in dein Team holen oder so. Also so ist das. Du tust es aus der Box einfach in die Spielbox. Und verteilst sie da. Und dann speicherst du es, ist fertig. Wenn du natürlich dann das Problem hast, dass du mal... Also mir ist schon mal passiert, ich habe Pokémon da hingeschoben. Und auf einmal ist mir das Spiel abgestürzt. Oder Internet weg oder so. Alles von vorn. Ich würde es ja gerne zeigen, aber Home ist noch nicht freigeschaltet. Das kommt erst im Februar, glaube ich. Und dann aber für auch Legend Arceus. Finde ich mega geil. Ja. Genau. Man tut die ja einfach in die Box. Ja, genau. Nee, es speichert ja nur, wenn man auf Speichern klickt. Und dann... Es darf nur beim Speichern nicht abkacken. Das kennt man. Bei Blau und Rot hatte man ja diesen Glitch, dass man, glaube, beim Übertragen oder so ausmachen muss. Dadurch sind Spielstände verschwunden. Gluck. Ich sag nur Missing No, ne? Jeder kennt Missing No. Naja, fast jeder. Ich habe einen Trainer im Wasser gefunden. Gut, das habe ich noch nicht gesehen, dass die Hall of Fame... Also, ich fange das Ding ja nicht. Mein Bedarf ist gedeckt. Diese Musik, ne? Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen.
Wasser. Ich achte eigentlich gar nicht so auf Effekt oder sonst was. Ich finde, das Spiel ist generell eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es macht mir Spaß. Grafisch ist es jetzt kein Highlight, ist klar. Von der Twitch erwarte ich nichts, ne? Also. Maschok. Kramchef, dein. Bams. Müsste doch bald auch ein Macho mal kommen, ne? Was ich ja an diesem Spiel nicht mag, ist, das habe ich auch schon öfter gesagt, die Anzahl der Pokémon, die man so fangen kann. Also, klar, im kompletten Spiel ist natürlich sehr viel Pokémon fangbar, ich glaube so 400, aber 150, bis man erstmal den Nationaldex bekommt, ne? Also 150 Sinnoh-Dex, 400 dann Nationaldex oder so. Also, wenn ich das Spiel durch habe, ist der Nationaldex ist mir sowas von Schnuppe. Weil ich Home habe. Aber mal gucken. Wahrscheinlich muss ich noch für Home ein paar Pokémon fangen. Dann ist der Nationaldex nicht ganz so. Aber ich will halt manche Pokémon haben, wenn ich die Pokémon-Liga ansteuere. Zum Beispiel, ich wollte ein Evoli. Es zu Nachtara entwickeln und das im Team haben. Gibt's nicht. Evoli kann man erst fangen, wenn man 150 Pokémon gesehen hat. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin schockiert. Ich habe das Gefühl, ich muss mal was an meiner Lautstärke regeln, weil ich ständig im gelben Bereich bin. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe manchmal schon gehört, dass das dann ein bisschen übersteuert. Das will ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das der gelbe Bereich so gut ist. Weil manchmal bin ich ruhig, manchmal habe ich dann ein lautes Organ. Ich hasse meine Stimme teilweise, weil das so unterschiedlich ist. Ja, ich kann das nicht kontrollieren. Naja, ist ja okay. Ich weiß es ja selbst, immer wenn es im gelben Bereich ist, und das ist passiert sehr oft. Ich muss vielleicht mal lernen, meine Stimmlage einfach zu... Ist aber halt nicht leicht. Vor allem, meistens kommen welche rein und sagen, boah, du bist so leise. Die kennen mich natürlich nicht. Die wissen nicht, dass meine Stimmlage rauf und runter geht, wie keine Ahnung was. Und ich bin schon vom Mikro hier. Wahrscheinlich ist deswegen auch der Sound Quali nicht so geil. Wenn man Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Ja, das ist das Problem. Ich kann's nicht lauter stellen. Ich übersteuere. Ich kann's nicht ändern. Ich habe jetzt nicht das Geld, um mir jetzt, was weiß ich, was für ein Equip zu leisten, ne? Wenn ich schon höre, wie viel Liz allein fürs Mikro, ne? Oder, also, mein Mikro plus das Mischpult war vielleicht die Hälfte von dem, was Liz für ein Mikro zahlt. Ich kann es mir nicht leisten.
Wer mein Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Neben. Wie gesagt, ich sehe halt, wie die Leiste von mir in meinen gelben Bereich verschwindet und ich glaube, in dem Moment übersteuere ich. Und wenn ich das jetzt noch leiser mache, wäre nicht so geil. Und ich will jetzt auch kein Donation-Goal machen für Mikro oder so, weil, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht wohl. Außerdem, wenn dann hier, wenn sich da halt was ansammelt. Ist dann auch nicht so geil. Ja, besetzt ein. Ich habe mal beim Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes peile ich deshalb einen Sieg bei der Super-Wettbewerbsshow an. Mein Mikro steht hier auf dem Tisch. Kannst du ja mal holen. Nee, ich lasse das mal drüber da stehen. Früher hatte ich also ich habe ja hier Mikrofonständer. Also der eine ist kaputt, der ich hier habe. Der andere ist da hinten. Aber ich mag das nicht, wenn der Mikrofonständer zum Beispiel steht oder das Ding mir vor der Nase ist. Erstens, ich sehe den Bildschirm nur zur Hälfte. Egal, ob das Mikro da ist oder da ist, ich mag es nicht. Es vernebelt meine Sicht trotzdem. Ich weiß, dass ich mag es nicht zu sehen, sozusagen. Ich hab's tausendmal überlegt, würd's am liebsten machen, aber ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich will doch nicht fliehen. Bam. Solange man mich einigermaßen gut hört, ist es ja okay. Es gibt zwar die ein oder anderen, die dann meckern und deswegen auch halt meinen Stream jetzt nicht schauen wollen, finde ich okay. Und jeder hat so seinen Geschmack. Und meine Quali ist ja auch nicht jetzt die beste. Wurde versenkt. Naja, an meiner Soundqualität will ich ja irgendwie was ändern, aber wie gesagt, es ist halt, ja.
wenn ich das Geld hätte. Fallen. Ich will ja mir noch eine Elgato HD kaufen. Nicht HD, 4K. Kein Geld dazu. Also. Ja. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Also ich kaufe mir nicht gerne was, was jetzt so 300 Euro kostet. Da spare ich lieber etwas dazu. Nun ja, also, wenn ich jetzt wirklich... Also, ich habe ja einen 4K-Monitor. Wenn ich jetzt aber über die Elgato, ja, streame, die hat halt kein 4K, meine. Ich merke die Bildqualität. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die PS5 an meinen Monitor anschließe, mega geil. FF14 so sieht so geil aus. In die Elgato dann so. Oh, nee. Mir würde es schon reichen, wenn ich es wenigstens sehen würde. Wie es dann rüberkommt. Ich denke mal nicht, dass ich dann 4K streamen werde, also. Aber ich glaube, dann werden die Speicherdaten trotzdem. Ja. Riesig. Das erscheint komisch, das ist mir schon klar. Garados! Ich würde am liebsten ja schon, jetzt wo das neue Add-on kommt, so eine... Na, vielleicht gönne ich mir zu Weihnachten die Elgato. Platsch! Ich weiß noch nicht. Muss ich mal schauen. Vor allem momentan... Sammle ich auch gerne Figuren. Es kostet auch Geld. Da hat Liz mich angesteckt. Oh, guck mal hier. Wir haben schon mal die erste Hälfte geschafft. Ja, ich weiß. Ich glaube, selbst du kannst nicht 1080p schauen, ne? Oder? Auf jeden Fall, oftmals sagst du mir ja Bescheid, wenn ich nur 1080p habe. Zum Glück ist das in letzter Zeit nicht mehr der Fall, oder? Dass ich nur ein Ding hab, ne? Ja, ich hab alle Einstellungen. Gib mir meine Pokis wieder. So, wir ändern unser Outfit wieder. Ah, okay. Ja, das ist. Upsa. Das ist ja auch okay. Nein, ich will nicht speichern. Können wir ja. Ich kann gleich speichern. So, ich wollte hier hin. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also, mein PC schafft locker 1080p. Also, auch mein Internet. Er schafft nur... Obwohl, es ist eigentlich ein Wunder, dass er das schafft. Warum will ich wieder... Er meckert nämlich bei Camtasia sehr viel rum.
Ich kann Camtasia und Stream zur gleichen Zeit kann ich vergessen. Ich überlege, ob ich mir vielleicht noch einen Laptop zulege. Aber... Oh, da ist ein Pokéball. Das war ja mit Kraxler. So. Ich mach mal das Schutz-Item kurz weg. Na, dann... Das stimmt. So, was ich ja geil finde an dem Spiel, was im Original nicht war, das kam ja auch erst später, ne? In die Spiele. Klamotten kaufen. Oh, geh doch nicht wieder raus. Kann ich eigentlich wieder? Nee. Warte. Ich will mich umziehen. Nehmen wir das Outfit. Oder? Was mit dem Cyber-Outfit? Oh, ich finde. Da finde ich die Frisur so geil. Das Outfit gefällt mir. Wow, man kann ja auch die Chibi-Version sich anschauen. Das ist cute, aber... Nehmen wir das. Ja. Ja, ich bin ja auch so. Ich sehe im. Also bei mir ist es so, im Store sind oft Angebote. Das hat dich zum Glück nicht zu interessieren, weil du ja nicht digital kaufst. Sei froh, dass du nicht digital kaufst, weil da sind manchmal Angebote, da denkt man sich nur, das machen die jetzt nicht wirklich. Die haben wirklich manchmal solche Preisstürze von 80%. Da ist ein Spiel, was 70 Euro kostet, auf einmal auf 10 reduziert oder so. Wo ich mir denke, geil, nehme ich. Sowas gibt's natürlich bei Nintendo nicht. So, wir gehen da hin. Ich gehe dann auf Toilette und dann komme ich gleich wieder. Also, da mein Schrank ziemlich voll ist, mache ich es mal so. Aber das Problem ist halt auch bei den physikalischen Spielen, es ist halt bei mir ziemlich unordentlich dann. Ich bin ziemlich faul, die stehen dann da rum oder auf dem Tisch hier oder sind dann hier, weil ich einfach nicht immer zum Schrank laufen will, um sie rauszuholen. Das ist also... Ich bin faul.
So, habe ich eigentlich schon gespeichert? Ach, mal speichern wir nochmal. So, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, heute schaffen wir auf jeden Fall die Liga. Wir haben nämlich noch genug Zeit. Aber ich glaube, wenn wir die Liga jetzt vielleicht durchhaben, auch wenn jetzt noch keine Null ist oder so, morgen kommt Final Fantasy XIV und Endwalker. Obwohl, ich guck mal, ob man schon um 0 Uhr runterladen kann. Aber ich glaube, man kann erst um 10 Uhr laden, weil dann die Wartungen vorbei sind. Mal gucken. Aber es reicht ja, wenn ich um 2 Uhr pennen gehe, habe ich immer noch 8 Stunden Schlaf. Ah.